Es geht auf die Autobahn. Wir sind verabredet mit Lkw-Fahrer Klaus Wagner. Er nimmt uns mit. Erst auf die A45 und dann weiter übers Westhofener Kreuz auf die A1. Klaus Wagner will uns zeigen, warum das Parken ihn jeden Tag beschäftigt. Morgens früh denkt man dran, mittags denkt man dran, den ganzen Tag. Wenn man morgens fährt, man muss nach 4,5 Stunden die Pause machen, dann denkt man, wo kannst du zum Stehen kommen. Da muss man vorher schon anfangen zu suchen und die Pause machen. Abends, wenn man noch Fahrzeit hat, kann man sie meistens nicht ausfahren, weil man schon frühzeitig irgendwo sehen muss, dass man rankommt. Weil wenn man in die Ballungsräume reinkommt, da ist nichts mehr zu machen ab 18 Uhr. Doch hier am Rastplatz Siegerland Ost ist heute schon um 16 Uhr alles dicht. Es steht auch schon alles voll. Wir stehen schon in Zweier rein. Man müsste jetzt schon so stehen bleiben in der zweiten Reihe. Was natürlich auch nicht so schön ist für die anderen. Dann, wenn hier mal einer wegfährt, man blockiert dann 4 oder 5 Plätze für die Nacht. Aber hier geht nichts mehr. Ich hab noch 3 Minuten Fahrer, ich will, dann kannst du da reinfahren. Ja, das ist gut. Es gibt ja keine Parkplätze. Gibt ja keine Parkplätze mehr. Ja. Gut, dann will ich sehen, dass ich da rein noch reinkomme. Die Trucker helfen sich gegenseitig, so gut es geht. Aber das klappt nicht immer. Jeden Tag derselbe Stress. Klaus Wagner findet keinen Platz für eine Pause, muss sich aber an Lenkzeiten halten. Das ist ein beunruhigendes Gefühl, ist das. Können Sie sich ja vorstellen, man ist unterwegs und du kannst dich anhalten, weder wenn du zum Essen parken, wenn es mit dem Pkw ist, da geht es ja noch. Aber wir haben ja auch noch die Polizei im Nacken und die Kontrollen. Es ist ja nicht nur alleine, dass wir keinen Parkplatz kriegen, wir müssen einen kriegen, damit wir keine Strafen bekommen. In ihrer Verzweiflung stellen sich manche Fahrerkollegen einfach irgendwo hin, wo sie dann im Weg stehen. Ist alles rappelvoll. Selbst die Pkw-Parkplätze sind schon von LKWs zugestellt. Rechts. Andere Fahrer weichen auf unbewachte Plätze aus, wo es unsicher ist. Ist ja bald keine Plane, die nicht mehr kaputt geschnitten ist. Was ist da passiert? Ja, die machen mit dem Cutmesser, machen die ja nicht mehr ihren berühmten Bogen rein, schauen auf die Ladefläche, ob was Brauchbares drauf ist. Aber da wir ja in Anführungszeichen nur Stahl fahren, ist denn das ja ein bisschen schwer. Wir suchen meistens Elektrogeräte oder sowas, aber können wir nicht mehr dienen. Aber der Plan ist kaputt. Fühlt man sich da auch ein bisschen unsicher? Oder? Ja, das schon. Wenn man dann nur auf dem Parkplatz steht, in Anführungszeichen, wo nichts rum ist, keine Tankstelle und nichts, ist das ja schon ein bisschen komisch dann, wenn man merkt, dass an einem Auto rumgeschnitten wurde. Es geht weiter auf die A1. Gegen 7:30 ist Klaus Wagner am Rasthof Lichtendorf. Ganz hinten ist noch eine enge Lücke frei. Ja, hier steht man natürlich nicht so gut. Das steht direkt an der Ausfahrt, aber es ist alles voll ringsrum. Hier wird schon neben den PKWs geparkt. Und ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Müssen wir wohl hier stehen bleiben. Wenn keiner durchkommt, dann muss man eben noch mal wegrücken. Aber im Moment sehe ich keine andere Möglichkeit. Ja, das ist eine Katastrophe. Hier laufen die Kühler, die müssen aber auch irgendwo hin. Und es ist eine Rangiererei im Gange am Piepsen. Und überall wird rangiert und gebölkt. Da kann sich kein Mensch erholen. Deswegen stehen sie auch hinter alle mit den Rädern nach oben. Also hier ist ja die absolute Katastrophe und ich war um 14.30 Uhr hier und hatte schon Glück, dass ich noch einen Parkplatz erwischt habe hier, was nicht die Regel ist. Also das war heute schon ganz großer Zufall. Es ist ein riesiges Problem für Klaus Wagner und seine Kollegen. Zwar werden neue Parkplätze gebaut, halten aber nicht Schritt mit dem zunehmenden Verkehr. Es braucht wohl noch mehr neue Parkplätze.